Herzlich willkommen zurück. Heute stelle ich euch ein neues Rezept vor. Nach unseren Linsen mit selbstgemachten Spätzle gibt es heute nochmal ein fränkisches Rezept. Ein bisschen abgewandelt, und zwar Glöß mit Bohnenkern. Ich fange jetzt mit den Bohnenkernen an. Die haben wir jetzt hier. Die haben wir über Nacht eingeweicht in Wasser. Also wir haben jetzt hier insgesamt 400 Gramm. Dazu brauchen wir noch, die Gewürze habe ich auch schon vorbereitet, 6 Pfefferkörner, 5 Nelken, 5-mal Piment, 3-mal Lorbeerblätter, dann 1 Esslöffel Zucker, 3 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Butter, Essig und Spruz und 400 Gramm geräucherten Schweinespeck. Ich koche jetzt erstmal unsere Bohnen. Meine Gewürze tue ich hier in diesem Sieb. Und wichtig ist, kein Salz in das Wasser mit rein. Und dann werden jetzt erstmal die Bohnen gekocht und dann sehen wir uns wieder. So, unsere Bohnen sind fertig. Die schütte ich jetzt in ein Sieb rein. Wichtig ist dabei, das Bohnenwasser bitte nicht wegschütten, weil das brauchen wir dann für die Soße. Jetzt schmelzen wir unsere Butter für die Einbrenne. Dazu kommt dann Mehl, wichtig ist auch der Schneebesen, und der Zucker rein. Das Ganze kann jetzt auch richtig dunkel werden, weil wir eine dunkle Soße wollen. Wenn das Ganze jetzt schön dunkel ist, schütte ich jetzt löffelweise meine Bohnensoße dazu. Wichtig ist dabei, kräftig rühren. Und jetzt dann nochmal richtig durchkochen lassen. Also das Ganze fülle ich jetzt noch mit selbstgemachter Rinderbrühe auf. Ihr könnt auch Gemüsebrühe nehmen. Also den Schweinespeck gebe ich jetzt gleich mit hinzu. Den habe ich in kleine Würfel geschnitten, dass der jetzt einfach ein bisschen mitkocht. Der braucht ja nicht so lang, weil der ist eigentlich ja schon fertig. Jetzt mache ich dann ein wenig an Geschmack noch mit rein, also Liebstöckel und Petersilie. Dann meine Bohnen. Und mein Essig. Und ganz zum Schluss tue ich jetzt noch mein Gemüse mit rein. Das habe ich in rautenförmige Stückchen geschnitten. Das ist dreierlei Karotten. Sieht schön an der Farbe. Sellerie und Lauch. Das schütte ich jetzt ganz zum Schluss mit rein, weil das nochmal aufkocht und dass das nicht zu Brei wird. Also Glöß und Bohnenkern ist in Franken ein typisches Sonntagsessen. Ganz einfach, weil es gibt Glöß dazu. Fleisch ist mit dabei. Manche machen auch eine Schweinshaxe mit rein. Die muss man dann aber vorher schon kochen. Die Glöß sind fertig. Da können wir jetzt dann auch unsere Bohnenkerne anrichten.
So, probieren wir das mal. Also das könnt ihr jetzt mehrfach aufwärmen und was übrig bleibt, könnt ihr auch problemlos einfrieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.